Johannes wird so eifersüchtig sein, weil ich treffe jetzt seinen Kinderstar zum Interview. Hurra, hurra, er einstmals rief. Heute haben wir einen Muckel exklusiv. Home, sorry. Da steht's tatsächlich. Pumuckel. Hurra, hurra, der Pumuckel ist da. Lieber Pumuckel, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für dieses Exklusivinterview. Der Pumuckel, bitteschön. Fangen wir es am besten noch mal an. Herr Pumuckel, erstmal alles, alles Gute zu Ihrem 55. Geburtstag. Prost. Die Zuschauerinnen und Zuschauer kennen und lieben Sie wirklich als Star des bayerischen Fernsehens. Sie waren das viele, viele Jahre lang. Können Sie sich eigentlich noch unsichtbar machen? Ja, freilich. Könnten Sie uns das mal zeigen? Ich habe keine Lust. Aus dem Herrn Feier. Ich muss sagen, was mich so ein bisschen irritiert, Herr Pumuckl, ist der bayerische Dialekt. Haben Sie nicht immer in der Serie Hochdeutsch gesprochen? Ja, das ist ja das Problem gewesen. Ich bin natürlich ein Bayer. Und dann habe ich Hochdeutsch reden müssen. Und dann auch immer noch die hohe Stimme. Da hören Sie, was jetzt rausgekommen ist über die Jahre. Herr Pumuckl, die Zuschauerinnen und Zuschauer von Ringelstädter brennen natürlich drauf, einige lustige Geschichten zu hören aus dieser glanzvollen Zeit. Haben Sie da ein paar auf Lager? Ja, das, was die wenigsten Leute wissen, ist ja, dass der überhaupt kein Schreiner war. Das war ein Schauspieler. Ja, aber er war sehr überzeugend in der Rolle des Schreiners. Sie haben 2 Staffeln lang Pumuckl gespielt, Herr Pumuckl, als Pumuckl. Danach war es mit der Karriere irgendwie vorbei. Was ist denn da passiert? Ja, schauen Sie sich halt mal um in der Innenstadt. Es gibt ja kaum mehr Schreinereien. Ja, das ist ja, ich bin ein reiner Schreinerei-Klabautermann. Wovon haben Sie dann gelebt, die vielen Jahre lang? Ich habe hauptsächlich Sachen verschwinden lassen. Also Rente, Sozialhilfe, Arbeitslosengeld und so weiter. Die Twin Towers, das war ich nicht, weil mir das immer angehängt wird. Da bestehe ich drauf, das war ich nicht. Das heißt, Sie waren auch für den Geheimdienst tätig? Wahrscheinlich. Was haben Sie in Ihrer Freizeit gemacht? Weiber, hauptsächlich. Das ist total praktisch. Was kannst du immer unsichtbar machen, wieder neu, wieder unsichtbar und so weiter und so weiter. Hatten Sie darüber hinaus noch irgendwelche Hobbys? Schon. Schiffschackeln, Reimen, Alkohol, Drogen, Autos nicht. Ja, Herr Pumuckl, dann danke ich Ihnen für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft. Ja, schlechte. Meine Tasche stand doch hier mit meinem Geldbeutel, mit meinem Schlüsselbund. Haben Sie eine Ahnung, wo die hin verschwunden ist?